Denn das können wir jetzt zum Pfandhaus bringen. Wirklich? Und wenn ich das Deluxe-Set jetzt gleich bestelle, legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste oben drauf, oder? Hm? Klingt gut. Okay, hören Sie zu. Wenn ich das Basisset auch noch nehme, bekomme ich doch sicher einen Rabatt. Aha. Okay. Sehr schön. Wie war das mit der Ratenzahlung? Wunderbar. Okay, eine Frage noch. Gibt es einen Unterschied zwischen der Hakomatik 8000 und der 9000? Weil normalerweise zerstückelt ich keine so großen Dinge. Ich verstehe. In dem Fall dann bitte die 9000. Okay. Und wann kommt sie an? Interessant. Haben Sie noch andere Produkte, zum Beispiel gegen Fußgeruch? Wirklich? Alles klar. Wunderbar. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das Letztere ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn's was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl... Ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann will ich's eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay, danke, Mann. Ein Hammer. Wir sehen uns. Danke für den Hammer? Alles klar, dann würde ich sagen, ab ins Pfandhaus. Ein Hammer. Wir haben einen Hammer bekommen. Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Dasselbe gilt für einige Charaktere. Oh. Okay. Gut zu wissen. Hey Mel. Sicher, dass du kein Ticket willst? Absolut. Bring mir einfach was von dem Trödel mit, über den wir geredet haben. Vorher brauchst du nicht wieder ankommen. Zeit ist Geld, Kleiner. Okay, wir haben noch was dabei. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Eine Lavalampe. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Alles klar. Teil von Carrera-Bahn. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Okay. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert, aber... Wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Oh. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf Koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Oh yeah. Achterkugel. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich ein Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sag ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Ja. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. What? Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Das war's?
Kein Ass mehr am Ärmel? Hab ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war ja, theoretisch. Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Siehste? Du hast es gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Verdammt, Hicks! Ich will mein scheiß Geld! Und ich will es jetzt! Das ist zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden. Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mache das Leben zur Hölle. Alles klar. Komm schon, Randall. Hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnauze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich. Und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen. Oh, Alter. Der Bastard hat eine Mistgabel. Und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert. Yo. Jetzt beruhigt euch. Es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße! Der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring. Ist schon okay. Hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf. Dann mach ich's. Alles klar, wir haben nicht mal eine Entscheidungsmöglichkeit. Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Nein, und ich mache genau das, ja, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury-Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, okay, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Okay. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Ist gut. Also zurück zum Geschäft, ja. Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Das ist echt eine Menge Geld. Jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen kleinen. Nur ein. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay? Okay, dann gehen wir. Donner, das klingt nicht gut. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Dem Kindergärtner. Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Sally, was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, ja, okay. Komm, du machst mir Angst. Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen. Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht am Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen. Verdammt! Kacke! Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme.
Okay, dann ab zu Matt. Ab zu Matt. Matts Wohnung. Erkunde deine Umgebung. Es gibt einige quasi versteckte Gegenstände. Hä? Okay. Wow, was für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Matts Wohnung. Alles ist abgesperrt. Alles klar, Leute. Bis hierhin hatte ich das letzte Mal auch gespielt. Das heißt, ab hier werde ich jetzt die Aufnahmesession beenden, den Spielstand laden und ihr werdet hier nach halt die Aufnahme sehen oder so, die ich halt vor dieser Aufnahme hier produziert habe. Klingt komisch. Ey, ihr wisst, was ich meine. Gut, ich hoffe, euch hat das Ganze bis hierhin gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Aufnahmesession wieder. Haut da rein. Hallo rüber, die Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Randall's Monday, beziehungsweise zu einer neuen Aufnahmesession. Immer noch derselbe Tag. Ich habe gesagt, ich habe nur Kaffee geholt. Oder will nur Kaffee holen. Hotdog-Verkäufer. Okay. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Nichts Besonderes. Hey. Morgen. Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, Schießereien, Rosasirup, Zeitbomben. Alter, wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Ein riesiger Marshmallow-Mann, okay. Mein Lieblings-Sagas. Okay, du bist cool. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allen, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Verdammt. Hast du keinen Ersatz? Wenn es so wäre, wär's mit dem Hotdog auch kein Problem, oder? Ich weiß nicht. Die Wege menschlicher Dummheit sind unergründlich. Amen. Das stimmt allerdings manchmal. Warum holst du denn nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder durchs College. Verstehe. Aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Kopf da ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Froman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Okay, naja, ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen, ohne was zu verkaufen, nicht echt schlecht fürs Geschäft? Oh, ja, ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde. Hat Froman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche. Ja, alles klar. Nein, nein, auf keinen Fall. Für was für einen Menschen hältst du mich? Ich bin ein ehrlicher Typ. Komm schon, ein bisschen mehr Vertrauen bitte. Hey, ich sag dir, was du von mir kriegst, Schlange. Ich zähl bis 10, dann bist du mit deiner hässlichen Scheißvisage hier verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert. Warte. 1, 2, 10. Ein Klassiker. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt wo wir Freunde sind, kann ich bitte einen Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Eine gefährliche, von Mysterien durchzogene Queste. Oh, jetzt wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter. Kennst du Mels Pfandleihe? Klar. Der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du denn Gas beim Pfandleiher? Naja,
Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Okay. Alles klar. Mets Nachbarin. Wissen Sie, was passiert ist? Oh, was mit die kleine Junge? Entschuldigung. Ich würde gerne ins Gebäude, wenn ich darf. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will kein Flyer. Hauen Sie ab. Was? Nein, warten Sie. Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Kleptomantiker? Echt jetzt? Egal, ja, das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin. Und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal, ich habe mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Was? Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Oh, shit. Ich weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat, aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie. Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also, das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo. Bleh. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd! Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, du kleiner Mistkerl. Ignoriere mich einfach. Du stinkst! Alter, das kommt halt so unerwartet. Ebenso dieses... Und jetzt auf einmal, du bist hässlich. Du stinkst. Was? Entschuldigung. Ich würde gerne da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Cop da drüben. Das klingt vielleicht fies, aber was zur Hölle stimmt mit dem Gesicht von diesem Kind? Nicht jetzt. Alles klar. Officer Murray, dein Freund und Helfer.